So, wir sind jetzt in Karlsruhe. Wie sehe ich denn aus? Genauso schade. Wir sind jetzt in Karlsruhe. Wir laufen jetzt gerade zu Kalle. Heute ist Menosmoos. Zweimal. Wir sind auch beide Male da. Also es ist ausgerufen worden zum Sangria-Frühstück. Gibt es jetzt was zu essen? Trinken wir nur Sangria? Ich weiß es nicht. Finden wir es raus. Es ist sehr früh. Es ist zu früh. Es ist nicht meine Zeit. Wir haben 10 Uhr morgens oder so. Normal schlafe ich noch. Hallo. Hallo. Ah. Penis. Ich muss stuhlen. Das war nichts sagen. Es ist ein mega erfolgreiches Indie-Point-and-Click-Adventure gewesen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Depone. Ich hab's nie gespielt. Trinkt man Sangria in Weingläsern? Ich kenne das eigentlich, also ich hätte jetzt gedacht, wir füllen einen Eimer. Ich kenn's eigentlich auch nur selber. Oh, das ist gefährlich. Chris, gib Sangria! Nachsehen im Video. Hier. Einfach nur, weil ich auf eure Ärsche film. Man bei Menosmoos und denkt nichts Böses, aber Hurensohn! Hey! Hurensohn! Hallo, du musst es bei dem großelterlichen Enkelkuss verlassen, so quasi dazwischen. Ja, aber dann werde ich ja auch nur nicht geil. Achso, das ist zu nah der Realität. Kurze Luft, den Moment. Verstehe ich. Warum fliegst du immer mit meiner Frau? Mehr Hilfe! Hier ist die Lasche. Schlaf, schlaf, schlaf! Lieber nicht auf, weil du sonst zerbrichst. Schluck, schluck, schluck! Voll wie ein Eimer! Schluck, schluck, schluck! Nüchtern bleibt doch keiner! Schluck, schluck, schluck! Lieber Tod! Ich bin Arschlecker, ich bin der Arschlecker. Auf meiner Party, wir bauen uns wie auf Schachbretter. Und der Aschenbecher in der Terrassenecke ist drei Level cooler als wie unsere Elefantensippe. Baby, mein Körper ist ein Wunderwerk. Könnte ich halt sogar nach 100 Mal durch dir böse sein. Aber dann hast du es mir erklärt. Ich würde sagen, ich spreche direkt am Ende über beide Shows. Und das aber nicht nur allein, denn ich habe heute Gäste dabei. Oder ein Gast, je nachdem, ob sie es geschafft haben, das Video aufzunehmen.
An beiden Shows war Lars Kolbe vor Act und ganz ehrlich, ich feiere Lars Kolbe einfach total komplett. Es ist einfach so eine seltsame, unterhaltungsvolle Art der Kunst, so zu Lars Kolbe, zu Baseball und zu Burger King völlig zu eskalieren. Das ist so, das geht so alles so ein bisschen in so Festival-Feeling rein. Das ist so ein Moment, wenn du auf einem Festival völlig besoffen irgendeinen kompletten Schwachsinn mitgrölst. Und genau das ist Lars Kolbe. Aber positiv gemeint. Es gab an beiden Shows die gleiche Setlist, was auch völlig fein ist. Und es gab an beiden Shows den neuen Song Blue Man Group zu hören, der einfach nur übertrieben reinknallt. Also wenn das die nächste Single wird, das ist ein mega interessanter Song, weil der mal so ein bisschen stiltechnisch nochmal so ein bisschen sich abhebt. Aber es ist was anderes. Es könnte ein sehr interessantes Album werden. Es gab am Ende von Halt dein Maul noch Westerland, also so der letzte Refrain von Westerland mit dem Outro, was irgendwie total cool war. Und ich hatte so vor allem bei der ersten Show das Gefühl, dass die Leute, während Westerland gesungen worden ist, realisiert haben, was gesungen worden ist, weil es wirklich eben bemerkbar bei der ersten Show von Zeile zu Zeile bei Westerland dann immer lauter geworden ist. In der zweiten Show wurde dann einmal eine Dame auf die Bühne geholt, die, glaub, irgendwie getanzt hat oder so. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich war in dem Moment, konnte ich nicht auf die Bühne schauen, weil so eine Säule vor mir war. Und auch bei der zweiten Show wurde ein Dude auf die Bühne geholt, der den Refrain von Zwei Idioten mit einem Wickhühler einmal vor dem Song performt hat, eben so, eben ohne Beat, a cappella. Auf beiden Shows hatten die Menosmösen extrem Spaß. Vor allem bei der zweiten Show hat es noch so ein bisschen minimal nach mehr Wir haben Bock gewirkt. Aber vielleicht, weil sie auch einfach noch heiß von der ersten Show waren. Und ich habe so das Gefühl, also ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster. Aber ich habe das Gefühl, dass man gemerkt hat, dass zwischen den Shows vielleicht ein, zwei Bierchen geflossen sein könnten. Also es war alles, da waren keine Fehler oder so drin. Die Setlist ist hin und wieder mal ein bisschen vertauscht worden. Vielleicht war es aber auch nur Show. Who knows? Aber das war an beiden. Wobei die Setlisten an beiden Shows an verschiedenen Stellen vertauscht worden sind. Das hat sich so wie ein roter Faden durch die beiden Shows gezogen. Also im Sinne von einzelne Tracks vertauscht. Was ich witzig fand, wir hatten im Nachhinein das Gespräch, ob das eine relativ kurze Menosmos-Show war, weil es uns so vorkam. Aber ich habe das jetzt nochmal double gecheckt und nein, das ist eine ganz normale Show gewesen. So 18 Tracks, so wie das auch bei den letzten Shows war. Jedenfalls laut den Setlisten. Das Ganze hat auch so um die anderthalb Stunden gedauert. Und im Endeffekt ist ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen, wenn man das Gefühl hat, dass eine Show schnell vorbeigeht. Das spricht ja eigentlich nur für Menosmos. Bei der ersten Show hatte ich das Gefühl, dass so manche Leute klamottentechnisch hat so gewirkt wie entweder haben die sich jetzt hier verlaufen oder die haben danach noch irgendwie einen Termin oder so, treffen sich mit irgendjemand zum Essen, weil ein paar waren bei der ersten Show echt, ich will jetzt nicht sagen schick angezogen, aber für den Anlass ein bisschen overdressed, würde ich sagen. Auch sehr interessant zu sehen ist auch, dass alterstechnisch eigentlich so alles angesprochen wird. Also ich finde es halt total funny zu sehen, dass da wirklich erwachsene Menschen, so Mitte 50, bei diesem übelst asozialen Rap-Shit von Menosmos einfach völlig ihren Spaß ihres Lebens haben. Das ist so schön zu sehen. Wenn ich die zwei Shows miteinander vergleichen müsste, dann würde ich sagen, rein vom Gefühl her war Show 1 minimal leiser als Show 2, beziehungsweise müsste man eher sagen, Show 2 war lauter als Show 1, war leise, war gar nichts. Das Publikum war in beiden Shows sehr laut, an Show 2 aber doch nochmal auffällig lauter. Und ich muss auch sagen, dass ich so eine Lautstärke in einem Club in dieser Größe selten erlebt habe bisher. In der ersten Show wurde dafür schon die letzten 3-4 Songs, die praktisch noch Playback vor der Show liefen, eben zwischen Lars Kolbe und Menosmos, da ist schon der Moshpit dann abgegangen. Also die Leute mittags, die waren so energiegeladen, das musste schon früher raus. Dafür muss man sagen, war der Moshpit wohl aber auch viel mehr ein Gedrücke und Geschubse als wirklich irgendwie ein Moshpit oder ein Pogo. Meinetwegen. Ich selber kann es aber leider nicht zu 100% bestätigen oder behaupten, weil ich nicht im Pit war. Weil ich aus komplettem eigenen Selbstverschulden ein komplett entzündetes Tattoo am Bein habe und ich in der ersten Show, noch bevor es losging, ein Knie dagegen bekommen habe und gemerkt habe, oh nein, das tut weh. Das machen wir heute nicht. Ich habe eine Top-Tätowiererin, die kann gar nichts dafür. Eigenes Verschulden nicht. Und dieser Schmerz wird mich wahrscheinlich auf ewig mit TBS verbinden. Also ist mein TBS-Tattoo. Wer aber im Pit war, waren die Leutchen rundherum um die Moshpit Academy. Und wie die das Ganze fanden, das seht ihr jetzt. Von einem oder von mehreren, je nachdem wie viel es geschafft haben. Oh hey! Hi Leute! Ich bin Sepp von der Moshpit Academy und ich war gestern mit dabei Menosmos in Karlsruhe im Substage. Richtig geile Show gewesen. Menosmos haben original abgeräumt. Die haben uns die Festplatten formatiert und die Bühne dominiert wie die wild gewordenen Moschusochsen. Ich sag's euch.
Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, lohnt sich auf jeden Fall. Geht hin, gebt sie euch. Immer eine geile Show. Location auch sehr cool. Sound war größtenteils in Ordnung. Die Bassdrum hätte ein bisschen mehr Bums haben können. Aber ansonsten war das super gut abgemischt. Richtig geile Sache. Coole Leute dort gewesen. Im Großen und Ganzen sehr rundes Konzert gewesen. Gibt eine Sache, über die wir vielleicht noch sprechen müssen in Zukunft. Und das sind die Moshpits. Leute, ich feiere das, dass Moshpits mittlerweile auch im Hip-Hop angekommen sind. Finde ich eine richtig coole Sache. Aber gestern war das so gewesen, dass das war halt alles sehr eng dort, waren vielleicht auch ein bisschen zu viele Leute im Pit gewesen und es war am Ende einfach nur noch ein Gequetsche und Gedränge. Du hast dich wirklich nicht bewegen können, hast kaum Luft gekriegt. Das war dann, ja, da kriegst du dann schnell genug. Die Sache ist die, ich meine, wer schon ein paar Moshpits mitgemacht hat, kennt die Regeln. Ich meine, jeder weiß, passt aufeinander auf, hebt die Leute auf, seid nett zueinander. Das hat im Großen und Ganzen auch super geklappt. Aber wenn euch jemand ein Zeichen gibt, sagt hier, ich krieg kaum Luft, ich muss raus. Und normalerweise, ne, wird man dann hochgehoben, surft raus. Aber wenn du dann angeguckt wirst und gesagt wird, bist du doof, dich hebe ich doch nicht hoch. Nee, macht man nicht, ist uncool. Aber das können wir nochmal üben. Nächste Show, 14.06. in Mannheim, auch wieder bei Menasmos. Moshpit Academy ist auch dabei. Wir sehen uns dort. Moin, ich bin der Moshpit-Minister und das ist meine kleine Pit-Review zu Menasmos Abendskonzert in Karlsruhe. Zum Vorekt haben wir schon angefangen zu pitten bei Lars Kolbe. Das war auch ganz geil und hat schon Bock gemacht. Da waren auch noch nicht allzu viele Leute am Start. Das war noch sehr übersichtlich und entspannt. Dann ging es weiter, dass zwischen Lars Kolbe und Menasmos Musik gespielt wurde, wie ein bisschen was von Electric Callboy und KIZ und so. Das war auch ziemlich cool, weil da haben wir einfach auch drauf gepittet, da waren auch schon mehr Leute am Start. Als Menasmos dann losging, hat anfangs Bock gemacht. Das Problem war nur, dass viele sehr krass mit Ellenbogen reingegangen sind und halt einfach nicht auf andere Acht gegeben haben. Bin dann zwischenzeitlich auch kurz raus, weil ich einen Ellenbogen auf die Brust bekommen habe und kaum atmen konnte, weil der Club auch oder die Location auch ultra warm, super stickig, nichts an Lüftungsanlage, gar nichts. Du warst 2 Minuten da drin und warst klitschnass geschwitzt. Aber ja, ich habe schon deutlich bessere Pits gesehen. Ich habe auch deutlich schon mehr Spaß in Pits gehabt. Aber ja, hat schon Bock gemacht. Und an sich war die Show auch geil. Die Energie von der Crowd war super nice. Bloß der Pit war jetzt halt so, naja, weil halt kaum jemand drauf Acht gegeben hat und sich nicht an eigentlich normale Pit-Regeln gehalten hat. Es gab schon Leute, die da auch schon mitgemacht haben und die es auch probiert haben, dass die Leute das auch machen. Aber das waren leider die wenigsten. Eine Sache muss ich aber doch noch erwähnen, die für mich persönlich gar nicht klar geht, für die Menasmos selber aber halt absolut nichts können. Ich habe mitbekommen, dass der Moshpit-Ministerin beim Crowdsurfen wirklich sehr oft an Arsch gefasst worden ist. Nur weil ihr auf einem Konzert seid, auf dem Assi-Rap performt wird, heißt es nicht, dass ihr euch wie die letzten asozialen Scheißmenschen verhalten könnt. Ich hoffe, dass das auch ein paar Leute, die das gemacht haben, hier sehen. Und nur eine kleine Info an euch, schämt euch, ihr habt absolut nichts auf Konzerten zu suchen. Aber nochmal, ganz wichtig, Idioten gibt's auf jedem Konzert, das hat nichts mit dem Artist selber zu tun. Aber ich hoffe einfach, dass man über sowas solche Leute ansprechen kann und vielleicht bei dem einen oder anderen doch noch ein bisschen Vernunft da ist zu sagen, oh okay, vielleicht sollte ich doch nicht so viel saufen, wenn ich ein zurückgebliebener Vollidiot dann bin. Oder vielleicht sollte ich mich einfach nicht wie ein dummes Arschloch verhalten. Unterm Strich hatte ich 2 ziemlich geile Menasmos/Lars-Kolbe-Shows, aber unterm Strich hatte ich vor allem einfach einen extrem geilen Tag. Allein die Tatsache, dass wir eben morgens schon mit diesem Sangria-Frühstück angefangen haben, dass wir dann vormittags so Richtung Location sind, da kommt so ein bisschen Festival-Feeling auf, um 14 Uhr Live-Musik zu hören, zu eskalieren, dann dazwischen, in dem Zeitraum dazwischen nochmal irgendwie am Auto abhängen, laut Musik hören, rumbrüllen, eben so, also nicht einfach nur durch die Straßen laufen und schreien, sondern ihr wisst, was ich meine. Und dann am Abend eben nochmal auf eine Show gehen und dann nochmal eskalieren. Das war komplettes Festival-Feeling auf einem Konzert. Also so krass hatte ich das wirklich bisher noch nie. Ich war auch noch nie auf 2 Konzerten an einem Tag, glaube ich. Und auch noch nie 2-mal die gleiche Band an einem Tag gesehen. Also das waren heute sehr viele First Times für mich. Nicht heute.
ist es schon vorbei. Das Konzert, der Tag. Im Endeffekt eigentlich eine super gute Vorbereitung für die Festivalsaison. Aber Freunde, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr bei einer oder beiden der Menosmos Karlsruhe Shows wart. Und schreibt ganz gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie habt ihr den Moshpit empfunden. Alles unten rein. Wir sehen uns auf irgendeinem Konzert. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein oder auf dem Festival. Auf dem Festival wahrscheinlich auch. Oh, der hört sich gerade von der Akku langsam leer werden.